Hi du, ich hoffe, dir geht's gut. Heute machen wir Geflügelgyros mit Blumenkohl und Tomate. Das ist eine schöne Kombination. Dazu kannst du dann wunderbar Reis essen und Tzatziki, so werde ich das nämlich machen. Und ja, wenn du mal sehen willst, wie das geht, dann bleib doch einfach mal dran. So, du siehst halt hier, dass das Rezept einfach nur Hähnchenbrust 600 Gramm ist. Da habe ich dann fein runtergeschnitten in Streifen. Die dickeren Enden der Hähnchenbrust habe ich einmal halbiert und runtergeschnitten in Streifen dann. Und dann habe ich meine Gewürzmischung genommen. Dazu habe ich zwei Zwiebeln eingegeben, zwei Knoblauchzehen, drei Teelöffel Paprikapulver edelsüß, zwei Teelöffel Thymian, zwei Teelöffel an Majoran und etwas Kreuzkümmel. Habe ich alles untergemengt. Dazu ein bisschen Zitronensaft, zwei Esslöffel und ungefähr 60 Milliliter, also sechs, ja, nicht lügen, drei bis vier Esslöffel an Olivenöl. Untergemengt, alles ziehen lassen. 3 Stunden. Du kannst auch einen Plastikbeutel tun. Für 3 Stunden geht das auf jeden Fall klar. Wenn es über Nacht ziehen lässt, kannst du auch machen. Schmeckt ganz wunderbar. Allerdings müsstest du dann gucken, weil Plastik, da läuft das Öl durchaus. Naja, also ist immer ein bisschen was im Kühlschrank dann. Deswegen kannst du am besten eine Schüssel nehmen oder so eine Box oder sowas. Ja, du siehst halt hier, das ist das Gyros bisher. Das kommt auch gleich zum Einsatz, denn wir braten als erstes einmal den Blumenkohl an. Dazu habe ich den ganz normalen Blumenkohl und dieser wird einmal hier entgrünt. Das Grün kannst du dann auf den Kompost werfen, wenn du einen hast. Ansonsten ab damit eine Biotonne. So, die Blätter raus. Ansonsten theoretisch könnte man die auch noch verwerten zum Essen, aber das machen wir jetzt nicht. So, und dann den Blumenkohl zumindest halbieren. Für zwei Personen, das Rezept oder für 3 Personen würde auch ein halber eigentlich reichen. Und 2 Tomaten, aber ich verwende einfach alles, weil dann habe ich nichts übrig. Und dann ist der Fleischanteil auch noch nicht mega hoch. So, du siehst halt hier. Den Strunk, den kommt schnell separat, dann noch ein kleine Stücke runter. Und dann die Röschen, die lasse ich nicht so groß. Die Röschen, die werden auch nochmal halbiert und gefittelt. Man kann es parallel dazu schon mal die Pfanne heiß machen. Weil wir den nämlich, oder du den gleich nämlich auch dann scharf anbraten wirst. Während die Pfanne jetzt aufheizt, nehme ich mir Tomaten, jetzt in dem Fall aus dem Garten, einfach das Grün abdrehen hier. Die Tomaten sind auch schon echt reif. Und die werde ich halt auch, also sind Fleischtomaten übrigens, die werde ich halt auch relativ grob runterschneiden. Jetzt Öl in die Pfanne gegeben und dann den Brokkoli nach und nach anbraten. Den Blumenkohl. Und dann schon einmal ein bisschen würzen. Aber nicht zu viel würzen, vor allem im Grund. Der Gyros wird ja auch untergemengt hinterher. Und das ist auch so ein stark gewürzt. Da ist ja auch Pfeffer und Salz dran. Das Rezept verlinke ich übrigens, weil das macht dann am meisten Sinn. Ich habe übrigens hier Tomaten fein geschnitten. Nee, grob geschnitten, nicht fein. Und ich habe eine Schüssel geholt. Alte von der Oma. Und das kommt jetzt hier rein. Das ist alles schön knackig angebraten. Neues Öl in die Pfanne und das gleiche Spiel nach dem restlichen Blumenkohl. Aber nach 2 Minuten, nee, nach 3, 4 Minuten, wenn das so alles schon angeröstet ist, so wie der hier, dann kommt dann da direkt schon mal die Tomate hinzu. Weil die soll ja auch schon mal weich werden, die Flüssigkeit, die noch in der Tomate ist, an den Blumenkohl abgeben. Das ist jetzt fertig. Der Blumenkohl hat noch schönen Biss. Das wird jetzt abgegossen. Die Pfanne kommt wieder auf den Herd. Da wir hier beim Hähnchen schon genug Olivenöl dran haben, kommt es wieder hier rein. Aber nicht, also ich mache das auch in 2 Schritten. Weil ich möchte die Pfanne nicht so voll machen. So, wir richten jetzt das alles ohne Reis an. Ihr dürft euch dazu denken. Wir machen hier so ein schönes Bett aus Blumenkohl. Dann nehmt ihr euch euer Gyros und setzt.
So, wir richten jetzt das alles ohne Reis an. Den dürft ihr euch dazu denken. Wir machen hier so ein schönes Bett aus Blumenkohl. Nehmt euch euer Gyros und setzt es schön in die Mitte. So, und das war's dann. Sieht richtig lecker aus. Und wenn du es mal nachgemacht hast, schreib auf jeden Fall einen Kommentar. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir das nächste Mal wiedersehen. Und sage ich deswegen, bis demnächst mal. Ist es schön in die Mitte. So, und das war's dann. Sieht richtig lecker aus. Und wenn du es mal nachgemacht hast, schreib auf jeden Fall einen Kommentar. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir das nächste Mal wiedersehen. Und sage ich deswegen, bis demnächst mal.